Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Castle Crashers. Und das könnte heute schon die letzte Aufnahmesession sein, so wie ich glaube. Weil das sieht schon ziemlich nach dem Ende aus. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich habe mir jetzt wieder Tränke gekauft. Und ich sollte bereit sein. Abflug des Zauberschlosses, los geht's. Es sieht so gruselig aus. Ein bisschen durchsprinten. Die Kristalle zerstören. Die sehen so aus. Aber sie sehen nur so aus. Sie sind es nicht. Oh mein Gott. Ach, das ist der eine Zombie, den ich schon mal getötet habe. Und der fiese Zauberer, der ihn wiederbelebt hat. Ach, das meinen sie mit Abflug. Cool. Wow. Ach, das bringt Punkte in die Felsen rein zu rasen. Okay. Mit noch. Ach, man sieht immer ganz kurz die so ein paar Brösel von den Felsbrocken, wo da. Jetzt sagt ihr, das wäre der Felsbrocken, aber das ist der ganz große. Da muss ich hin. Perfekte Landung. 10 Punkte als Haltungsnote. Irgendwas zerstören direkt. Darauf geht's nicht. Bisschen umschauen. Okay. Neue Gegner. Neue Probleme. Wow, meine Güte. Oh, die können ja zaubern, verdammt. Ja, die können den gleichen Trick wie ich. Aber keiner kann ihn so cool wie ich. Hoffentlich. Bam. Ach ja, hier war. Falsche Taste im hinteren Bereich des Controllers gedrückt. So, ja, aber die werde ich wohl mal zerschnetzeln mit meiner Keule. Und kein Problem für ein perfektes Hammersteak. Wow. Jetzt fängt schon wieder an zu laggen. Verstehe ich nicht. Aber egal, hat es ja schon wieder beruhigt. Hui, hier schweben Holzteile durch die Luft. Das ist keine neue Waffe, das liegt nur dumm am Boden rum, das Schwert. Nein! Da war jetzt schlecht. Nein! Wow! Kommt ja einiges angeflogen. Direkt mal einen Heiltrank nehmen. Ich will lieber auf Nummer sicher. Ich glaube, die sind ziemlich magieresistent. So wie das aussieht. Nur früh genug ausweichen. Den komischen Schuss. Magie. Bällen, Dingenskirchen. Das erspart einem einiges an Schaden. Sind auch noch Steine durch die Gegend. Ein schönes Panoramafenster ohne Glas. Ist auch cool. Boah, die schießen alle mit den Dingern. Ja, und Magie bringt so ziemlich gar nichts gegen die. Verdammt. Gut, dass ich immer auf Angriff geskillt habe. Das wäre sonst blöd jetzt. Achtung, jetzt kommt gleich wieder ein Balken. Ich wusste es. Den Trick beherrschen euch so gut. Damit das klar ist. Münzen. So. Sieht aus wie ein Plumpsklo. Nächste Gebiet. Oje, drei Portale. Ich hasse Entscheidungen. Ach, vier. Ach Mensch. Soll sich noch einer auskennen. Ein Pony. Last Unicorn. Schade, da kann ich nicht mitfliegen. Ein Horrorclown. Lass den zerschießen. Ich will nicht zu nah an den rangehen. Ich wusste es. Lieber auf Entfernung gehen bei denen. Au, bin schon wieder direkt erwischt. Das fängt ja nicht gerade so positiv an. Okay, das macht schon mehr Schaden. Wie viel denn noch? Sobald die mich in der Nähe bin, lösen die sich auf, aber ich kriege ordentlich Schaden.
muss doch aus der Entfernung auch klappen. Meine Güte. Kann ich die blocken? Nö. War klar. Es wäre zu einfach. Mit dem Bogen wahrscheinlich. Oh, toll. Toll. Ach, klappt so auch. Schnell draufschlagen, schnell. Oh, darf nicht zu nah ranstehen. Ist das eine Arbeit? Wohl, wenn man sich nur auf einen konzentrieren muss, nicht wie gerade eben, sollte das in einem angemessenen Zeitraum erledigt werden können. Ja. So. Jetzt schnell draufschlagen. Und ah, boah. Boah, ein Riesenelefant. Ah! Eine Riesenschnecke. Mit der Nase drauf. Ja klar. Sonst noch Wünsche. Jetzt wäre natürlich gut, wenn ich Bogen geskillt hätte. Tja, das kann man natürlich vorher nicht wissen, dass sowas passiert. Wer denkt schon am Anfang von einem Spiel, dass man mal von einer riesigen Nase in einem Schneckenhaus verfolgt wird. Und einem Elefanten vorne noch dazu. Komm schon, der erste muss gleich erledigt sein. Zumindest der Elefant. Wie gesagt, hier wäre so eine Lebensleiste, wäre schon... Das ist etwas, was mir hier in dem Spiel leider ein bisschen fehlt. Ah, wie viel macht denn der Bogen Schaden? Macht der überhaupt Schaden? Ja, 8. Wow. So geht's auch. Ich glaube, das geht deutlich schneller mit dem... Lieber 28 Schaden statt 8. So. Da. So, Hälfte. Ach, nö. Oh, toll. Und hier kommen immer gleichzeitig mehrere Gegner. Toll. Spawny nimmt wieder nur 14 Schaden. Von der Riesenkarotte ganz zu schweigen. Ah, ich trau mich. Oh, man kann es sogar angreifen. Man kann es angreifen, aber man muss aufpassen. Ja, genau so sollte es dann nicht aussehen. Nein, also das mit dem Nahkampf klappt nicht. Das muss man leider irgendwie mit dem Fernkampf regeln. Ui, 45 Schaden. Ne? Oh. Kriege ich eigentlich XP für die Schläge? Glaube ja nicht. Oder? Kann es gar nicht zählen. Es wäre so eine Erfahrungsleiste, wo Zahlen drinstehen, einfacher statt. So eine Leiste, meine Güte. Meine Güte. Der große Rote erinnert mich ein bisschen an Meat Boy. Super Meat Boy mit Schweinenase. Nochmal ein extra Stück Fleisch. Oh, komm schon. Das war der erste. So. Da. Nein. Ah, das war jetzt schlecht. Man kann sich natürlich opfern und... Ah, ich will jedes Mal ausweichen eigentlich. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Wow. Wo kommen denn die jetzt her? Ruft... Ja. Ja, klar. Nein, ja, klar. Okay, die verpuffen. Die bleiben nicht permanent. Gut, das heißt, der Gegner ist so gut wie erledigt, weil... Ich glaube, dem kann ich so weit ausweichen. Die zielen nicht mal auf mich. Wo ist er denn? Da. Komm her. Komm her. Komm her. Habe ich gesagt. Ah! Meine Güte! Wow! Es pufft! Ah. Zu viele Gegner beim Gegner. Ach, jetzt ist nicht mehr schwer. Muss ich den nur noch technisch erwischen. Ja! Erledigt! Na toll, ich bin doch schon voll! Ui, ein Einhornhorn. Horn. Minus 3 Stärke, plus 6 Magie. Nein, danke.
Nehme ich lieber meine mein Stick. Meine Keule. Juwelen! Wenn's. Schnell einsammeln! Ja, ui, da war ein Oscar. Den habe ich mir auch regelrecht verdient. So, wo geht's hier raus? Ah, hier. Oh ja, was ist denn das jetzt? Hat voll einen coolen Rhythmus. Nein, den wollte ich auch noch erledigen. Schätze mal, hinter jeder von den Türen wird irgendein Endboss sein. Würde ich jetzt mal so raten. Oi, das sieht ja schon sehr einladend aus. Was kommt denn jetzt? Boah, ich musste kurz mein Handy anstecken. Hätte mich fast erwischt, aber in der Zeit. Nein! Ah! Da! Oje. Zombies? Boah, starke Zombies. Ja. Kann man den erledigen eigentlich auch, oder? Ah, nee. Es könnte im Prinzip der Zombie könnte der Kerl sein, den wir getötet haben, wo der dann sich fast angeheult hat. Der mit der Killerorgel. Der war ja auch musikalisch und der hat jetzt auch irgendwie Noten bei sich gehabt. Könnte ja sein. Theoretisch. Meine. Boah. Der ist mir 77 Schaden gemacht oder ich ihm? Oh, hüpf nicht so rum, das schadet meiner Hardware. Und rein mit dir. Ausweichen. Oh, der ist jetzt gerade, wirkt er nicht so schwer. Nein. Ah, gerade gesagt und schon werde ich geschlagen. Heiß. Ah, oh, komm schon. Kann ich den blocken? Nö. War klar. Das könnte jetzt knifflig werden, da ich jetzt schon einen Tank noch habe. Ich kann mich den nicht angreifen, weil ich glaube, ich kann den keinen Schaden machen. Ah, es geht ganz gut jetzt so. Jetzt kommen die Feuerbälle. Kann man die blocken? Okay. Das und alles erfahrt ihr beim nächsten Mal. Haha. Passt sogar. 15 Minuten direkt. Habe ich sogar einen perfekten Punkt gefunden, um zu cutten. Boah. Komm runter von einem hohen Ross. Immer eine Combo. Ein Ausweichen im Schlag und wieder von vorne. Klappt ziemlich gut. Kann man das jetzt so blocken? Ja. Hehehe, ich bin unbesiegbar. Außer wenn der Kerl kommt, den mag ich nicht. Ah, meine Güte. Und Toro. Wie so ein Torero. Olle. Ein daneben. Lange hält er das nicht mehr durch. Maximal noch einmal. Eine Runde. Ach, jetzt schießt er von der anderen Seite die Feuerbälle. Ich würde sagen, dass das nächste Mal, wenn er von seinem Sarg runterkommt, das wäre jetzt so billig, wie ich mich jetzt habe erwischen lassen. Das nächste Mal, wenn er von seinem Sarg runterkommt, sollte ich es schaffen, ihn zu erledigen. Also wenn die Gegner jetzt so in der Stärke bleiben, dann. Und jetzt hat mein Yeti den Rest gegeben, cool. Boah, wieso kommt hier jetzt kein Essen raus? Boah. Jetzt haben wir schon gedacht, jetzt kommt wieder gleich viel Essen raus wie
gerade eben, aber nein. Oh, ich will das nicht nochmal machen. Mir gehen schon die Tränke aus. Hier müsste es einen In-Level-Shop geben.